Halli, hallo ihr Lieben, hier ist die Abby. Ja, ich bin jetzt hier im Goldenils ja, Stall und ich glaube, wir wollen jetzt hier den Lichtschritt machen, wenn ich da, mich jetzt nicht irre oder ich weiß nicht, ob das jetzt so gleich so ist, aber wir werden das gleich sehen. Und ja, ich würde einfach sagen, wir starten mal mit dieser Story Quest. So, okay, ihr Lieben, ja, wir hatten ja in der letzten Folge hier die Linda hier in der Wohnung in Jarlaheim besucht. Und ja, und die Anne haben wir im Jovik-Stall ja gefunden. Und die Alex war in Fort Pinta. Und ja, genau, die Lisa. Die Lisa weiß ich jetzt gerade gar nicht. Naja, egal. Jedenfalls machen wir jetzt hier. Hä? Ach so, hier. Machen wir jetzt hier mal weiter und dann müssen wir mal mit der Lisa hier sprechen. Okay, Moment mal. Da fehlt doch jemand. Wer denn da jetzt noch? Ach so, sucht die Goldblattinsel nach der kleinen Konkorde ab. Genau, flatterhafte Konkorde heißt diese Quest hier. Gut, ich bin mal gespannt. Okay, wo ist Concorde? Sie ist nicht hergekommen. Doch, sie kam mit Mitty und mir. Wir würden sie niemals zurücklassen. Super, ich wusste, wir hätten sie am Jovikstall lassen sollen. Das hier ist kein Ort für ein Fohlen. Oh, jetzt trinkt mein Hund. Sie ist kein gewöhnliches Fohlen, sie ist eine Sternrasse. Dein Sohlpferd, Anna. Du spürst noch immer die Verbindung, die entstanden ist, als das Schicksal euch zusammenbrachte, nicht wahr? Ich weiß auch nicht. Vielleicht wäre es besser, wenn ich das nicht täte. Vielleicht ist sie davongelaufen, weil sie nichts gespürt hat. Es wäre sinnvoller, wenn ich mich darauf konzentrieren würde, eine Verbindung zu kennen. Auch Ganymed hier aufzubauen. Nee, sie soll doch Concorde nehmen. Sag so etwas nicht. Noch nicht. Lass uns erst diesen Ritt beenden. Vielleicht wird Aidin uns weiterhelfen. Ich bin ja mal gespannt, ob die Concorde, ob die dann groß wird oder so. In Ordnung, aber zuerst müssen wir die kleine Unruhestifterin finden. Genau, die wollten ja jedenfalls den Lichtritt machen. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt hier der Lichtritt wird oder ob das jetzt immer noch nicht so ist. So, damals, wartet mal. Ist doch bestimmt hier unten am Strand, oder? Ich reite jetzt mal hier nach unten. Ups, hier nach unten. Ich habe heute mal das Pferd genommen, weil wegen dem Lichtritt. Und da dachte ich mir, das passt vielleicht ganz gut. Oh, da ist sie ja. Wie süß. Was macht sie denn hier? Spielen. Okay, hier ist sie. Da müssen wir wieder hoch und Bescheid sagen. Oh, ich hoffe, dass das Pferd dann groß wird, dass die Anne dann damit reiten kann und dann auch eine Verbindung aufbaut. So, genau, dann müssen wir mal schauen jetzt. Okay. Da bist du ja. Ich wünschte, ich wüsste, was in deinem flauschigen Kopf vorgeht. Danke für deine Hilfe dabei, Konkorde zu finden. Was war jetzt? Hä? Irgendwas war da komisch. Okay, du warst noch nie auf einem Lichtritt, oder Abigail? Ich sehe noch mehr Anfänge und ein paar, was? Ein paar Veteranen aus vergangenen Ritten. Okay, also jetzt müssen wir mal hier an die Leute hier ansprechen. Oh, was ich über den Lichtritt denke, die Legende um Aidin sind schöne Geschichten für ein Lagerfeuer. Reicht das nicht? Ob du den Legenden glaubst oder nicht, die Runen, Steine und Schnitzereien entlang der Strecke sind geschützte historische Stätten. Hinterlasse nur Hufabdrücke, nimm nur Erinnerungen mit. Glaubst du, Aidins Geschenk wird auf Trucks genauso, Trucks genauso aus wie auf Pferde? Oh, was ist das denn für ein Satz? So, dann nehmen wir mal hier den nächsten. Okay, ich denke mal, geh hier lang und genau, hier perfekt. Natürlich glaube ich an Aidins Legende, aber sie ist nicht aus dem Meer gekommen. Sie kam mit einem UFO, das auf der Insel abgestürzt ist. Die Regierung will es geheim halten, aber es ist wahr. Ich habe das UFO mit meinen eigenen Augen gesehen. Du hast schon einmal von der Kutsche der Götter gehört, oder? Uralter Aliens mit Pferden. Damit ist ja wohl alles gesagt. Ich liebe den Lichtritt. Ich habe immer die traditionelle Kleidung angezogen, aber heutzutage scheint keiner mehr in der Stimmung dafür zu sein. Aber auch ohne Kostüm ist das eins meiner liebsten Ereignisse im Jahr. Ach Mensch, schön. So, dann gehen wir noch hier hinter. So. Ich habe immer daran gezweifelt, dass es Aidins Geschenk wirklich gibt. Aber dann habe ich Moody gefunden. Niemand hat mich je zuvor so gut verstanden. Siri und ich haben unsere Bindung aufgebaut, bevor wir nach Jovik kamen. Falls Aidins Geschenk mehr als nur ein Mythos ist, kann es sich nicht nur auf Jovik beschränken. Ich bin
auf die Flammen von Jor gespannt. Jeder, der schon einmal mitgeritten ist, sagt, es wäre eine lebensverändernde Erfahrung, sie zu finden. Ich habe nicht viel für Märchen übrig, aber ich stehe euch auf einen schönen Trailritt mit Freunden und im Tal von Golden Hills. Gibt es die besten Strecken? Gut, und jetzt noch? Hinten fehlt noch irgendwas. Da oben. Gut, da gehen wir noch da hoch. Oh, die sind ja auch hier. Oh, ob ich an die Legenden glaube? Haha. Ist das dein Ernst, Abigail? Der einzige Grund, warum... Oh, mir juckt die Nase. Der einzige Grund, warum ich am Lichtritt teilnehme, ist der, dass Märchen, die mitmachen, doppelt so hohe Chancen haben, es ins Finale des Dressurreitens zu schaffen. Märchen? Oh Gott, ich habe Märchen gelesen. Mädchen? Das ist kein Hokuspokus, das ist Wissenschaft. Ich glaube daran. Ich glaube, wir sind nicht dafür gemacht, die Göttin zu verstehen, aber ich glaube daran. Ich habe den Lichtritt schon zweimal gemacht, aber auch wenn ich daran glauben möchte, hatte ich keinerlei mystischen Erlebnisse dabei. Glaubst du, heute Nacht werde ich endlich Aidin flüstern hören? Na sowas. Gut, dann sprechen wir hier wieder mit der Lisa. Schön, dass du wieder da bist. Der Ritt fängt bald an, aber zuerst sagt der Zeremoniemeister ein paar Dinge zur Tradition. Wer wird wohl dieses Jahr der Redner sein? Oh, das sind bestimmt wir. Sinor, da ist Hermann. Sprich mit Linda. Ui, geht's jetzt los? Danke, Karin, dass du die Festivitäten vor dem Ritt hier am Goldblattstall ausrichtest. Und danke an unsere Freunde von den Jorvik Rangern, dass sie heute Nacht auf uns aufpassen. Nun also der Lichtritt. Wir haben alle Geschichten über Aidin gehört, darüber, wie sie die Flamme von Jor herbrachte und dieser Insel Leben einhauchte. Viele sagen, sie hat ihre ersten Schritte an genau dieser Küste gemacht. Ob man daran glaubt oder nicht, niemand kann auf diese Strecken reiten, ohne dabei die Präsenz von etwas Uraltem und Wunderschönem um sich herum zu spüren. Natürlich ist Aidins größtes Vermächtnis, ihr Geschenk, die Bindung zwischen einem Pferd und seinem Reiter, der nichts anderes auf der natürlichen Welt gleicht. Diese Bindung ist mehr als nur ein Verständnis zwischen zwei Spezies. In ihrer reinsten Form ist sie das Zusammenkommen zweier Seelen in perfekter Harmonie. Der Rest der Welt belächelt Jorvik und seine pferdeverrückten Bewohner. Die Bindung existiert nur in euren Köpfen, sagen sie. Aber wir wissen, dass sie nicht nur in unseren Köpfen ist. Sie ist hier in unserem Herzen und wir wissen, dass sie kein Märchen ist. Heute Abend auf dem Lichtritt, während ihr den Trail abreitet, der an Aidins Ankunft auf Jorvik erinnern soll, könnt ihr darüber nachdenken, was dieses Geschenk für euch bedeutet. Die Bindung gibt uns Stärke, ihr Licht gibt uns Hoffnung, das ist Aidins Vermächtnis. Dazu wollt ihr es nutzen und das war genau genug Gequatsche eines alten Mannes. Der Ritt heute Abend ist für euch, Mädchen. Viel Spaß, passt auf euch auf und möge Aidin euren Weg erleuchten. Okay. Gut, dann jetzt stehen sie hier schon alle. Hey, kann ich kurz mit dir reden? Oh, was denn jetzt? Der Lichtritt. Okay, kann ich kurz mit dir sprechen, bevor wir losreiten? Es ist wichtig. Oh, was denn jetzt? Linda, Abigail, kommt ihr jetzt? Reitet ihr doch schon mal vor. Abigail und ich holen euch gleich ein. Nachdem du bei mir warst, hatte ich eine Vision über diesen Ritt. Was denn jetzt? Was für eine Vision? Es war seltsam, ich habe dich gesehen, Abigail, aber du warst es nicht. Hä? Ja, aber doch nicht ich. Ich aber doch nicht, hä? Ich weiß, das klingt komisch. Visionen sind selten so klar, wie man sie gern hätte. Aber ich bin mir sicher, so sicher wie der Mond rund ist, dass du in großer Gefahr schwebst, Abigail. Oh, was passiert denn jetzt schon wieder? Hör auf das Echo. Was soll das bedeuten? Ich weiß es nicht, das ist einfach die Botschaft, die dir überbringen wollte. Oh, was ist das denn für ein Satz? Ich glaube, du wirst verstehen, dass alles bedeutet, wenn die Zeit dafür gekommen ist. So, was heißt das jetzt hier? Sei vorsichtig, Abigail. Dieser Lichtritt wird schicksalsträchtig, besonders für dich. Och Mensch, macht mir doch nicht so eine Angst hier. Okay, wir sollten besser zu den anderen aufholen. Der Trail beginnt direkt auf der anderen Seite des Wassers. Folge mir. Gut. Oh. Da passiert doch bestimmt wieder irgendwas. Oh, mein Hund macht schon wieder so komisch. Okay. Oh, ist das schönes Wasser. So. Okay, jetzt sind wir hier. Geht das hier der Lichtritt echt los? Okay, schön, dass ihr Spaßvögel von euch endlich anschließt.
Wir sollten besser auf. Ja, okay, geht es los. Mach dich bereit, Abigail. Unser Weg ist dunkel und voller Schrecken. Wow. Ich mach nur Spaß. Wir müssen nur den Hügel rauf zum ersten Stopp. Oh nee. Oh, hier, Konkorde läuft mit. Okay, jetzt machen wir hier echt so. Ich freue mich so, dass wir alle diesen Ritt noch einmal zusammen machen. Und jetzt, wo Abigail dabei ist, ist es noch viel schöner. Könnt ihr euch vorstellen? Oh, was war denn da jetzt gerade? Hey, ich habe das nicht gelesen. Das ist doch viel zu schnell hier. Also war es ja nicht... Warum geht das jetzt nicht hier? Ich komme nicht weiter. Ach so, jetzt. Oh, das ist blöd mit dem Text. Wie dem auch sei, ich bin... Oh, ich kann es nicht lesen, sorry. Es steht ja da. Ihr könnt es ja dann selber lesen. Das geht, der Text geht irgendwie zu schnell weg. Bist du nicht auch froh, dass du uns getroffen hast, Abigail? Natürlich. Hey, was passiert denn da jetzt? Das ist jetzt hier der Lichtritt schon, oder was? Können wir mal ein bisschen schneller reiten? Oh, schönes Herbst hier. Ja, so schöner Herbst hier. Huch, jetzt habe ich hier mein Mikro hier umgeschmissen. Hoppala. So, ich bin ja mal gespannt, was jetzt passiert. Aber ist das jetzt schon der Lichtritt oder ist das noch gar nicht der Lichtritt? Ich reite jetzt einfach mal hier hoch zu der Blase. Okay, was passiert? Wow, hier ist es. Okay, hoffen wir, dass Silvermoon hungrig ist, Abigail. Es ist Zeit für Klee. Hä? Sammel einige Handvoll Klee. Ach süß. Ja, da der Lichtritt bis weit in die Nacht hinein dauert, ist es Tradition, an dieser Lichtung zu halten und Jovik Klee für unsere Pferde zu pflücken. Der hilft ihnen während des Ritts, der vor ihnen liegt, frisch und wach zu bleiben. Oh Gott, muss ich jetzt echt hier Klee sammeln? Gut, wenn die das sagen. So. Oh, na, schmeckt ja so süß, wie du ihn es in Erinnerung hattest, Starschein. Okay, wir müssen hier noch ein bisschen... Oh, sammeln wir hier alle Klee. Ach, ist ja süß. Kleeblätter pflücken. Iss auf, Ganymed. Uns steht ein langer Ritt bevor. Du magst die Roten, was? Genau wie Concorde. Er konnte nicht genug davon bekommen. Friss ruhig noch etwas mehr, du musst schließlich noch wachsen. So, hier. Haben wir noch mehr Klee. Wow, ich habe ein fünfblättriges Kleeblatt gefunden. Ich wette, Idris tauscht mir das gegen ein paar magische Bohnen oder sowas ein. Mampf. Hey, köstlich. So. Okay, da müssen wir die noch sammeln hier. Okay, das ist sowas wie Katzenminze, aber für Pferde, nicht Meteor. Meteor? Mampf, Mampf, Mampf. Meteor, du sollst nur einen Haps bekommen. Du beeilst dich besser und pflückst etwas Klee für Silvermoon, bevor Meteor die ganze Lichtung abgrast. So, wir haben doch jetzt alles, oder nicht? Jetzt müssen wir hier mit Anna. Ist die Concorde, die ich kannte, noch da drinnen? Wir sollten wohl wieder aufsetzen und weiterreiten, wenn wir die Flamme von Jor finden wollen. Seid ihr bereit? Ja, wenigstens bekommen wir hier Erfahrungspunkte fürs Pferd. Wie Hermann in seiner Rede am Anfang gesagt hat, der Lichtritt folgt den legendären ersten Schritten, die Aydin auf dieser Insel gemacht hat. Aber das Highlight ist der Moment, wenn wir durch Aydins Flüstern reiten und eine Schlucht zwischen den Bergen. Es heißt, dass die Göttin dort zu denen spricht, die sich verirrt haben. Und danach finden die, die würdig sind. Boom. Die Flamme von Jor. Okay, komm wieder runter, Alex. Du übertreibst es. Ah, los geht's. So, hat er jetzt eigentlich hier... Hat er jetzt eigentlich hier Klee bekommen oder nicht? Hast du während des letzten Lichtritts etwas gehört, Anna? Oh Mann, oh, das dauert mir zu lange. Ja. Könnt ihr mal ein bisschen schneller reiten? Ich habe nicht so viel Zeit. So, super. Ach, guck mal, wie schön das aussieht. Nicht mal ein Flüstern, du, Linda. Fernglaspass, das habe ich ja noch nicht gehört. Nicht während des Ritts, aber hinterher. Ich hatte ganz komische Träume. Vielleicht hat Aydin so versucht, mit mir zu sprechen. Okay, ich bin mal gespannt, ob jetzt noch irgendwas hier Schlimmes passiert. Du hast immer seltsame Träume, Linda. Es ist schon komisch, dass nach all den verrückten Dingen, die wir gesehen haben, die einzige eine magische Erfahrung jeder auf Jovi kennt nicht. Oh, ich kann das nicht so schnell lesen. Ich habe etwas gesehen. Oh, was denn jetzt? Letztes Mal habe ich euch gesagt, ich hätte nichts gesehen, aber das war nicht die Wahrheit. Ich habe sie gesehen. Wen gesehen? Wen denn gesehen? Aydin? Meine Mutter. Was? Oh, hier ist ein Fuchs. Oh, wo sind wir denn hier? Hier ist das Schloss. Hä, hey, cool. Ich kann es nicht wirklich erklären. Es tut mir leid, dass ich es die ganze Zeit von euch geheim gehalten habe. Es war so persönlich. Ich hatte mich verirrt. Die Göttin hat mir den Weg gezeigt. Oh, ich muss so schnell lesen hier. Oh, und jetzt? Das ist es. Aydins Flüstern. Den nächsten Teil reiten wir alleine. Weißt du noch, was ich dir von dem Ritt erzählt habe? Die Passage im Felsen voraus. Das ist Aydins Flüstern. Der Tradition zufolge müssen Reisende auf dem Lichtritt
diese Schlucht alleine passieren. Sei vorsichtig, Abigail. Oh, ich hab Angst. Denk daran, was ich dir vorhin gesagt habe. Hör auf das Echo. Oh, muss ich jetzt echt hier alleine? Oh, nee. Nimm kurz meinen Aluminiumhut. Tin-San und ich sind dran. Wuhu. Ah, ich schätze, jetzt bin ich dran. Ich habe keine Angst vor dem, was mir begegnen könnte. Nicht solange du bei mir bist, Starshine. Oh, nee, ernsthaft? Okay, bleib bei mir, Concorde. Ich mach das hier nicht ohne dich. Oh, nee. Jetzt muss ich da echt alleine rein. Du solltest als nächstes gehen, Abigail. Ich bin direkt hinter dir und Silvermoon. Sei vorsichtig. Seid vorsichtig. Oh, nein, ich möchte nicht. Ich hab Angst. Wo muss ich lang? Hier lang, hä? Soll ich jetzt einfach hier durch? Oh Gott, ich hab Angst. Ich hab Angst. Bin ich jetzt hier richtig? Oh, oh, oh. Was passiert? Was passiert? Oh, mein Gott. Ach du liebe Zeit, was ist das denn? Hä? Oh Mann, was ist das denn jetzt schon wieder? Oh nein. Okay, sie hat den Test bestanden. Abigail hat alle 4 Runensteine aktiviert. Hä, was sind jetzt für Runen? Hä? Ihre Kräfte müssen kontrolliert werden. Wir müssen ihre Ausbildung vorantreiben. Oh, was ist das jetzt? Aidins Flüstern. Oh, das wird ja immer krasser hier. Bald ist es an der Zeit, dass du dich deinem Schicksal stellst, Abigail. Hm. Ihre Gegenwart ist viel stärker, als ich es jemals für möglich gehalten hätte. Könnte sie... Oh, was ist denn nur mit mir? Immer dieses Geheimnisvolle hier. Du, da hast du wohl recht, Elisabeth. Sie scheint wirklich etwas Besonderes zu sein. Dieses Mädchen ist der Grund, warum die Bewahrer Aidins gegründet wurden. Bist du bereit für die Prüfung, Abigail? Erinnere dich daran, was letztes Mal passiert ist. Katharina. Oh, was ist das hier? Huh, wer ist das? Hallo, Abigail. Ach, das ist Katharina hier. Hallo, Abigail. Bist du die Göttin? Bist du dieses Mädchen? Ich nehme mal das. Ich bevorzuge den Namen Katharina. Oder wird das Katharina aus? Katharina, sag ich einfach. Wer ist dieses Mädchen? Die wiedergeborene Göttin. Zumindest glauben manche das. Okay, bin ich dieses Mädchen? Aidin kehrt zurück. Okay, bin ich dieses Mädchen? Oh Gott, lächeln. 2 Seelen vereint zu einer. Diese Liebe macht dich stark. Lass nicht zu, dass sie dich zerstört. Zerstört? Du musst ihnen den Weg zeigen. Okay, wie soll ich das tun? Du trägst die Kraft in dir, aber du bist nicht allein. Finde mich und du wirst die Wahrheit erfahren. Die Wahrheit. Warte. Oh, das wird ja immer lustiger. Abigail, wieso bist du plötzlich hinter mir? Das ist unmöglich. Siehst doch, dass das geht. Hier ist doch alles möglich. Was ist da drin passiert, Abigail? Ist alles in Ordnung? Möchtest du über das reden, was passiert ist, während du durch die Schlucht geritten bist? Oh, Manu. Was hast du gesehen? Eine junge Frau. Sie hat gesagt, sie wäre Katharina. Mich aber auch doch nicht mich. Ich nehme das Erste. Ich verstehe, über sie müssen Elisabeth und Evergrey vor Annes Rettung gesprochen haben. Was hat sie dir gesagt? Etwas über Seelen und Aidins oder? Sie hat in Rätseln gesprochen über mein Schicksal. Nehmen wir das hier. Dein Schicksal? Fripp und Elisabeth dachten ganz klar, dass du eine besondere Rolle spielst. Ich wünschte, sie wären hier und könnten uns sagen, was für eine Rolle das ist. Hat sie sonst noch etwas gesagt? Etwas, woraufhin wir handeln können? Sie hat mir gesagt, ich soll sie finden. Sie finden? Hm. Tja, ich hatte eine Theorie, wer Katharina sein könnte, aber sie zu finden könnte schwierig werden. Danke, dass du mir das erzählt hast, Abigail. Wir sollten losreiten und die anderen nochmal am Lagerfeuer treffen. Okay, gut. Das wird ja wieder richtig spannend hier. Und die Questfolgen werden so lang schon wieder. Naja, gut. Oh, ich reite jetzt mal hier ein bisschen schneller, ey. Bis zum Lagerfeuer. So, wo sind wir denn jetzt hier? Hier ist es schon wieder. Okay, dann schließen wir das mal ab hier. Oh, Mann. Ihr beide wart lange weg. Wir haben uns schon Sorgen gemacht. Geh und setz dich ans Feuer. Rede mit den Soulridern über die Schwesternschaft und Aidin. Nein, das machen wir jetzt nicht. Das machen wir dann erst in der nächsten Folge. So, ihr Lieben, das war's an der Stelle mit der Questfolge. Und ich bin mal gespannt, wie das Ganze jetzt hier weitergeht und was es da jetzt mit dieser Katharina da auf sich hat. Ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video oder Livestream wieder. Bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und bis bald, ihr Lieben. You don't know how I shiver inside. Doesn't show, but my nerves are inside out. It's because you're not worth less than perfection. Ooh, thought it